Valley Maßstab 1:32. Früher habe ich noch Plastikmodelle gemacht und da bin ich der Bastelmeister geworden. Deswegen kenne ich das Flugzeug so ein bisschen. Allerdings nicht in der Größe. Aber den Piloten kenne ich sehr gut und das ist der Frank Krauch. Der fliegt auch Segelflugzeuge. Und ich habe immer schon gesagt, die Kombination Segelflüge und größer gebaut, damit die Maschine auch vernünftig fliegt und auch wenn ich den Sprit planen kann, denn die Triebwerke waren sehr, sehr dürstig, da muss man auch irgendwie Waffen dranhängen. Deshalb hat die Venom hier eigentlich eine relativ große Radfläche. Dann haben wir ja schon einen oder anderen Trainerjet gehabt in dem Twin Boom Design, wie es auf Neudeutsch heißt, also mit dem, in der Doppelungsauflegung. Das ist Version. Hast du schon was zu technischen Daten gesagt? Nee, technische Daten sind mir völlig... Maßstab 1:3,8, 3,20 Meter Spannweite. Das heißt natürlich auch, wir haben ein super Verhältnis, ein Gewichtsverhältnis. Angetrieben wird das Verhältnis. Das brauchen wir viele Jahre, wir holen das selten wieder vor. Ansonsten ist das schon ein gewünschtes Ziel. Ja, aber viel erzählt, leider zwei Verhältnisse. Wenn man sich die Zukunft anschaut, auch das Morgen Tag. Die Turbinentechnologie war seiner Zeit aber nicht so weit. So nach dem Zweiten Weltkrieg, erst wenige Jahre danach. Und die Art und Weise, wenn man so eine Turbine sieht im Original, das erinnert einen auch etwas an so einen Sternmotor. Und für die Mechaniker war das eigentlich relativ einfach, weil in am Radkampfende gab es sehr große Hochvertreibung. Wenn man die ganze Turbine freiwillig, wenn man da geholt wird, dann hat man das. Wenn man das Flugzeug macht, was schwer. Natürlich ist der Flügel nicht in einem Stück, man kann es verteilen für Transport mit Einzelfahrern. Informieren Sie sich mal beim UWN am Stand bei der Firma Scalepart. FC Scalepart. Ja, Scale 1 by 3.8, and this gives us a wingspan of 3.20 meters and 23.7 kilograms, but this is including the 4 liters of jet fuel or diesel. And the turbine, now this is the surprise, and as I told you before, the full size had a lack of thrust, so does the model. This is that's the way, so it's completely opposite, and we just saw the F-16, and this is really, because we talked earlier about jet engine power gliders, this is more like a motor glider. It has a scale lighting system from Bullylight, Austria. It's a power system with two receivers, high-tech, high-voltage servos. The scale pilot is from Axel van Müller. And the landing gear, including the brakes, is from Jettronics. So this really features a very, very nice flight characteristics. You can see it coming from the right, almost like a glider. Ja, jetzt kommt es, Josef, fast wie ein Motorsegler von rechts zur Landung. Und wie gesagt, 23,7 Kilo. Und das Ganze fliegt mit einer 12 Kilo Turbine. Ein Füßchen ist auch hier, ganz toll gemacht. FC Scalepart UWN mit seiner TH.